Heute im Dono Talk alles zur neuen Folge von Dragon Ball Super Episode 101. Paar Theorien, paar Informationen und Choi, die geht weg. Salve zusammen, mein Name ist Gorki von Domino Duo. An meiner Seite ist der wunderschöne, total attraktive und mega talentierte Shady Hagel. Servus Leute, aber danke für die Blumen, Daniel, aber ja, ein bisschen zu viel. Ich bin heute in Blumenlaune, ich. In der Blume. Ja, du gehst in Urlaub, Mann. Was soll ich denn machen? Ach stimmt, ja. Ja, kleine Info vorab. Unser Shady verlässt mich heute Abend für 2 Wochen und gibt mir den YouTube-Channel meine Obhut. Das heißt, falls er wiederkommt, das Ding im Arsch ist, tut's mir leid. Ja. Aber wir haben vorgesorgt, wir haben die letzten Wochen viel produziert, viel geredet, viel geplant und wir werden es in den nächsten 2 Wochen einiges hochjagen. Deswegen war auch die letzte Zeit ein bisschen Ruhe im Karton. So viel zu dem Thema und ich würde sagen, wir legen doch direkt los mit Episode 101 Dragon Ball Super. Und ich sag vorab, es war mega. Wie siehst du das? Ja, also ich fand, es war eine echt gute Folge. Also es war sehr, sehr viel guter Inhalt drin. Es war nicht so eine Leerlauffolge, wie man vielleicht manchmal jetzt hofft, dass was kommt. Also wird wahrscheinlich die nächste Zeit mal was kommen in der Richtung. Ich fand, für mich persönlich bin ich immer so einer, der mega Kopfkino und bla, weil es so spinnt Theorien in seinem Kopf wie blöd, war die Folge perfektes Futter für mich. Also, aber dafür ein, zwei Themen kommen noch gegen Ende der Folge, will ich nochmal gerne drauf eingehen, was ich mir da so bei gedacht habe. Mhm. Alles klar. Dann würde ich sagen, chronologisch oder einfach wild drauf los? Ach, wir machen einfach chronologisch, einfach komplett durch, aber auch schon direkt mit, wir quatschen richtig drüber, oder? Chronologisch, ja. Alles klar. Chronologisch. Dann sage ich, ich habe mir so chronologisch aufgeschrieben. Und zwar, Goku steht gegenüber von Chiren, will kämpfen und wer kommt von hinten und hält ihn davon ab? Richtig, Toppo. Toppo. Ja, was kann man dazu sagen? Toppo hält ihn davon ab. Was kann man dazu sagen? Gute Frage. Man merkt, dass Toppo Chiren noch schützen will oder schonen möchte. Es wird ja auch kurz gesagt, dass er die anderen 5 kämpfen lassen will und die sich kurz ausruhen. Ja, oder Toriyama möchte einfach nur den guten Kampf zum Schluss aufheben. Sofern der überhaupt stattfindet. Weil da habe ich einige Theorien schon gehört. Uiuiui, der Theorie-Talk wird auch nicht ganz schlecht. Die geilste Theorie. Ja, das stimmt. Aber egal. Ja, auf jeden Fall, Goku und Chiren kommen nicht zum Kämpfen, weil, wie gesagt, Toppo tut Goku davon abhalten und dann verschwinden die zwei im Nebel. Und er steht da mit den 2 Saiyajin-Mädchen, unsere Saiyajin-Girlies, und wird überrascht von den 3, von 5 anderen Troopern. Yep, die billige Ginyu-Force. Die kümmern. Ja. Ja, da musst du direkt dran denken bei ihrer komischen Pose. Ja, auf jeden Fall. Bevor aber der Kampf losging, kam ein kleiner Schnitt zu 2 flach zusammengefalteten Händen, die anfangen zu leuchten. Und unser lieber frauenschlägender Tatterkreis Muten Roshi hat sich doch wirklich eine neue Attacke ausgedacht. Oh ja, ich habe erst gedacht, wieder stand Final. Erst so, Alter. Nein, der bringt jetzt keinen Final Flash, aber es war was anderes. Ich war der Meinung, dass Mafuba kommt. Muss ich sagen. Es könnte auch eine abgewandelte Variante davon sein, weil das Mafuba hat ja, in Fachsprache, es stunt ja den Gegner und tut ihn bewegungsunfähig machen. Und danach kann man ihn ja in den Top schleudern. Und im Prinzip die Technik, die er jetzt eingesetzt hat, hatte ja ähnliche Fähigkeiten. Sie hat ihn auch festgehalten, dass er nichts tun konnte, so richtig.
Oder? Und was war das Problem? Er hat ihn zwar festgehalten, aber er konnte sich auch selber nicht mehr bewegen, solange er ihn festgehalten hat. Ja, also Schattenseite seiner neuen Technik. Aber dafür war ja ein dann kam mega. Der große Retter, Tenshin Han. Genau. Mr. Universe, nein. Einen krassen Versatz drin, gell? Ja? Ich weiß nicht. Ich was sage und du bei dir ankommst, ist einiges an Versatz drin. Ja, doch, ich merke schon. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir uns oft überschneiden. Ich habe noch langsames Internet. Krieg bald schnelleres, dann sollte das besser laufen. Wir sind ja am Aufstocken. Auf jeden Fall. Ja, also, wie gesagt. Tenshin Han kam, hat den Typ mit seiner, wie hieß er? Special Kiko Key kennen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das Wort vergessen, was davor gestanden hat. Auf jeden Fall eine abgewandelte Mega-Ki-Kanone und dann haben sie den ersten rausgeschmissen. Irgendeinen komischen anderen Typ, was weiß ich, was das war. Ja. Und dann ging der Schnitt auf C-17 und C-18, die wirklich einen geilen Auftritt hatten. Also, holy crap. Holy crap war das geil. Ja, die haben auf jeden Fall mal gezeigt, dass sie ein Cyborg sind und was sie so drauf haben. Das erste war ja, nachdem sie diesen Terminator verschnitt, nachdem er seine Ansage gemacht hat, kam ja C-18 hinten und hat mir voll eine gegeben ins Kreuz. Und er hat sich gewundert, dass er die Ki nicht spürt. Ha, surprise, ist ein Cyborg. Ja, das stimmt. Ja. Und dann kam er ja hier aller, ich glaube, Toriyama mag diesen KI-Saber mittlerweile sehr, kann das sein? Oh ja, glaube ich auch. Muss so dein Ding auch sein, oder? Du als hier Black-Goku-Fan musst doch genau dein Ding gewesen sein, hier Dual-KI-Saber. Ja, also ich meine, ich fand das echt cool. Es war aber auch mal gut dargestellt, dass einfach halt die Cyborgs mit gegen Ki ist ja, ich sag mal, für die ja nicht ganz so, naja, er konnte es ja eigentlich mehr belächeln. Der kann es ja gut abfangen, die ganzen Ki-Attacken. Deswegen war das war generell vom Kampfstil cool. Aber ja, ich weiß nicht, es kam halt. Ich weiß nicht, also die KI-Waffen sind eine gute Technik, aber ich glaube, man muss sie auch sinnvoll einsetzen können. Also ich glaube jetzt, wie sie Black genutzt hat oder wie sie Vegito nutzen, ist schon mal noch eine Nummer anders, als der Trooper sie genutzt hat. Na gut. Aber trotzdem geil auf jeden Fall. Und was cool war, diese Ki-Schwerter hat er dann auch eingezogen und hat daraus eine Kugel gemacht und so rübergeschmissen, wo ich dann geil fand, wie C17 war es, doch, C17, einfach mal ein Schutzschild sich erzeugen kann. Total ja, das stimmt. Geil, dass der so Dinger mittlerweile drauf hat, weil es hat er, in Z hatte der das ja nicht. Also so richtiges KI-Schild fand ich stark. Ja, das hatte echt was. Ja, und C-18 hat ja dann gleich, wen hat er halt rausgeschmissen? Ein Trooper. Ah, genau. Sie hat ja Goku gerettet. Genau, ja. C-18. Genau, also nach dem Kampf hier mit dem Cyborg, mit den Dualschwertern, ging die Kamera, also die Kamera, ging der Schnitt rüber zu Goku, der gerade gegen einen Trooper kämpft, der sich irgendwie schwerer machen kann, wie so schwer machen kann, wie er will, und wollte damit Goku durch den Ring durchdrücken, bis er unten rausfällt. Und C-18 hat ihn dann sozusagen gerettet, indem sie den Typ so eine verpasst hat, dass er quer durch den Ring geflogen ist. Ja, auf jeden Fall. Ein paar Mal ins Kreuz geschossen. Ja. Fand ich mächtig. Ja, und dann ging es ja schon los, dass sich vier Trooper um Cauliflower und Kale gekümmert haben. Ja, man muss dazu sagen, die haben sich ja dann neu formiert erst, weil sie doch gemerkt haben, oh, wenn wir alle einzeln auf die Gegner gehen, bringt das Ganze nicht viel, dass sie doch eher in Teamformationen kämpfen müssen, weil die waren schon sehr schockiert, wie der eine rausgeflogen ist, hatte ich das Gefühl. Also damit haben sie nicht gerechnet, dass sie sich doch so zur Wehr setzen können. Na klar, die sind ja ihrer Meinung nach die stärksten überhaupt. Ja, und dann kam ja unser Robo auf die Idee, also unser Robo, unser Admiral da, auf die Idee, dass man nur die einkesseln sollte, gegen die sie eine Chance haben. Das war ja der in ihrer Meinung nach, die beiden Mädels. Und da hat die eine ja so ein Dimensions, ich sag jetzt mal Schild, das war ja so wie eine andere Dimension reingezogen oder so, dieses Schild
um die Trooper und um Kale und Cody Flar gesetzt, dass halt die von außen nicht rein können und nur die beiden Mädels gegen die Trooper kämpfen. Mhm. Ja, man hat halt dieses typische Anfang gehabt. Ich meine, Kale konnte erst nichts machen, war wieder eingeschüchtert und war ein bisschen rumheulen und Cody Flar musste ganz schön einstecken. Also sie hat da schon ein paar kassiert. Ja, man muss ja auch sagen, Kale war ja auch gefangen in nochmal einer Extra-Dimension in der Dimension. Stimmt, stimmt, ja. In einer kleinen Bubble, wo es nicht rauskam. Und da musste ich irgendwie auch an Warframe denken, an meinen Frame, den ich immer spiele, weil der macht immer so Dimensionsportale. Auf jeden Fall, die Dimensionen sind halt so gemacht, dass man auch nicht rein kann. Da ist außerhalb so ein, nennen wir es eine Glaskugel, du kommst nicht rein, du kommst nicht raus. Genau. Und ja, Cauli Flar hat ordentlich auf die Mütze gekriegt von denen, bis Kale das nicht mehr ertragen konnte. Und dann hat sie, nennen wir es mal, den LSSJ gezündet. Ich nenne es den legendären Super Saiyajin. Also sie hat sich nochmal verwandelt. Allerdings diesmal in eine Form, die sie kontrollieren kann. Beziehungsweise in der sie weiß, wie sie mit der Kraft umgehen muss. Und damit hat sie diese erste Dimension gesprengt. Ja, da war ich sehr, sehr überrascht. Man hat zwar schon Bilder mal gesehen von dieser Form, aber ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass die so schnell kommt. Weil theoretisch hat sie erst sich zweimal verwandelt und beim dritten Mal konnte sie schon beherrschen. Gut, man hatte nicht viel Zeit. Man kann nicht 50 Folgen warten, bis sie diese Form beherrscht hätte. Das wäre auch komisch gewesen. Was mich bei dieser ganzen Sache jetzt nur so ein bisschen im Kopf quält, das ist jetzt der Prinzip der legendäre Super Saiyajin, also ihre Super Saiyajin-Form. Sie kann ja auch jetzt kontrolliert in diesen Berserker-Modus gehen. Das ist ja Prinzip wie Ultra Super Saiyajin, so ungefähr. Von der Muskulatur her. Ja. Da wäre jetzt für mich die goldene Frage, gibt es den legendären Super Saiyajin 2, den legendären Super Saiyajin 3, eventuell? Oder sogar vielleicht irgendwann mal in Zukunft gesehen, der legendäre Super Saiyajin Gott Super Saiyajin? Weil ich meine, die wäre vom Prinzip übertrieben stark. Also ich meine, auch ein Super Saiyajin 3 mit ihrer Grundmacht wäre übel. Weil ich meine, sie war in dem Berserk-Modus schon so stark wie locker man Super Saiyajin 3. Da bin ich ein bisschen mal gespannt, wie das Ganze... Oder war sie stärker wie Super Saiyajin Blue? Ja gut, man weiß ja nicht, wie viel Kraft Son Goku genutzt hat, aber ich sag jetzt mal, es wäre schon übel. Stell dir mal vor, sie hätte... Sie würde mit Champa trainieren oder mir fällt gerade nicht der Name von dem Engel von Universum 6 ein, und die würde Godki kriegen. Also die wäre ultra stark. Es kommt halt drauf an, ob die Saiyajin Lore hier gilt oder nicht. Also ich weiß nicht, wie weit du da drin bist in der Lore von damals. Ja, aber, also ich weiß, was du meinst, aber das Problem ist, auch bei Broly und den ganzen Kram gesehen, es gab nie die Variante, dass er es kontrollieren konnte. Da ist halt die Frage, wenn man es kontrollieren kann, kann man es auch steigern. Deswegen hatte Broly ja diesen Armreifen, Kopfreif, wo sein Vater ihn kontrollieren konnte. Also normalerweise, wenn sich Toriyama an seine eigene Vorlage hält, ist es so, dass der Legendäre, also der mit den grünen Haaren, eine Form hat, die unendlich viel Macht hat. Das heißt, der hat diese Form und bleibt so, aber wird immer kräftiger, immer mächtiger. Also eher mehr Muskeln und mehr Ki um sich rum sozusagen. Aber er hat keine weitere Transformation. Diese ganze Broly Super Saiyajin 4, Broly Super Saiyajin 3 ist alles Bullshit. Broly kann auch ein Super Saiyajin. Also konnte er mit gelben Haaren. Aber diese andere Form mit grünen Haaren ist der legendäre Modus. Wir gehen dann in den Ur-Saiyajin. Ich gehe mal davon aus, dass die das so aufbauen, dass dieser Ur-Saiyajin, so werden sie das wahrscheinlich nehmen, Ur-Saiyajin-Form, was mich wundern würde, wenn Goku das jetzt auch bald kann, weiter pushen. Und dass die einfach diese Form immer weitergeht, ohne dass da irgendwas zwischen reinkommt. Man könnte es sein, dass da noch eine Gott-KI reingedonnert wird, würde mich nicht wundern. Ja, weil da ist nämlich die Frage, weil Broly ist zwar... Ich sag jetzt mal das Beispielmodell zu Kale, aber da es Non-Ken mittlerweile ja ist, oder ist ja, war ja noch nie Ken, und es hier nie gegeben hat, ist die Frage, ob sich da Toriyama wirklich an
den Weg hält. Es kann ja sein, dass sie sagen, oh, wir würden es vielleicht ganz cool finden, Kale einen Super Saiyan 3 zu geben. Auch mit grünen Haaren, weißt du, so wo. Ich meine, theoretisch gesehen müssen sie ja nicht die Broly-Story nehmen. Ich meine, weil man muss ja zu sagen, wie du schon auch gesagt hast, der Legendäre ist ja der ohne Kraftreserven, also im Prinzip unendlichen Kraftreserven, aber es hieß immer, man kann ihn nicht kontrollieren. Komischerweise kann sie den kontrollieren, hat trotzdem die grünen Haare. Da ist halt so für mich so ein bisschen die Frage. Da kann Toriyama schon sagen, sie machen einen Super Saiyan 3 draus. Das ist halt theoretisch gesehen, da können sie ja alles machen. Ja, aber du musst halt auch, also wenn ich jetzt Toriyama selbst himself wäre, wäre ich vorsichtig. Also du siehst es auch gerade in Star Wars zum Beispiel. Wenn du da irgendwelche neuen Sachen reinbringst, gerade auch was Jedi oder Sith Lore angeht, da explodiert die Community. Also wenn der es wirklich kommt und macht dann den legendären Super Saiyan 3, ich weiß nicht, wie gut es die Community findet. Ich meine, die sind jetzt schon alle angepisst über die Propolina und wie schnell Caulifla den Super Saiyan 2 meistert. Weißt du, ich meine? Da muss er jetzt langsam echt ein bisschen aufpassen. Er darf das Pulver nicht verschießen. Aber auch bei dem Caulifla-Thema, das ist ja jetzt auch in der Folge auch gewesen, man hat ja auch wieder ihr Potenzial gesehen. Es wäre doch irgendwie, erstmal ganz ehrlich, es wäre doch irgendwie auch doof, wenn sie erst in Folge 150 den Super Saiyan 2 gekriegt hätte und in Folge 200 den Super Saiyan 3. Dann wäre sie eigentlich zu nichts zu gebrauchen gewesen. Ich denke mal, dass die Saiyajins nach dem Arc noch sehr aktiv dabei bleiben werden. Und deswegen muss man jetzt halt schnellstmöglich sie hochziehen, dass sie auch mit Goku zusammenkämpfen können in dem nächsten Arc. Wahrscheinlich wäre so meine Theorie. Da macht es ja keinen Sinn, wenn sie dann auf einmal nur Super Saiyan 1 kann und dann braucht man eine starke Caulifla und dann kommt man auf eine andere Methode und pusht sie direkt auf den Blue hoch. Du weißt, so hat man jetzt zumindest, dass sie Potenzial hat und das doch Stück für Stück sich ausbreitet. Da könnte ich jetzt 5 Stunden drüber reden über die Scheiße, ja. Also ich sag mal so, Super Saiyan zu kriegen in 0, nix, okay. Hat auch Gohan gepackt, hat Goten, haben Trunks, ist kein Thema. Super Saiyan 2 ist aber eine andere Baustelle. Ich meine, wie viel hat Gohan gebraucht, um den zu erreichen als kleines Kind? Wie viel hat er einstecken müssen? Und jetzt noch, sie schaffen einen Dreier noch in dem Turnier. Oh, bitte. Goku hat gegen Buu gekämpft, hat seine Kraft verloren, während er im Kämpfer nicht kontrollieren konnte, nach 2 Jahren Kaio des Nordens Training. Also wenn sie das echt noch bringen, dann ist so langsam der Moment, wo ich sage, komm schon. Ja, wie gesagt, also meine Theorie ist einfach, dass Caulifla diese Grundmacht besessen hat, schon vor 49, nur es wurde nie bei denen geklärt, dass es einen Super Saiyan gibt. Wer weiß, wie die trainiert hat. Es kann ja sein, dass die Zeit Baby bis im jetzigen Alter nur trainiert hat. Das kann ja gut möglich sein. Wie das Potenzial da ist, weiß man ja nicht ganz genau. Ich sag jetzt mal, theoretisch gesehen müsste... Du auch. Ja, aber ich sag mal, zum Beispiel Goten, ich gehe stark davon aus, wenn jetzt Goten seit dem Buu-Arc trainiert hätte, oder auch Trunks, würden die locker in Super Saiyan 3 ohne Fusion hinkriegen. Weil die hatten das Potenzial. Oder sie haben es. Es wurde nur nicht richtig ausgeschöpft in den letzten Jahren. Okay. Ja, klar. Werden wir sehen, wie es kommt. Also ich gehe davon aus, dass Kale noch weiter großes Thema sein wird, gerade was das für eine Form ist. Vielleicht auch sie, das Super Saiyan Goto, man weiß es ja nicht. Ja. Und dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir kurz weiter. Also nachdem Kale kapiert hat, wie sie ihre Berserker-Modus kontrollieren kann, haben sie einfach mal 3 Trooper instant, oder waren es 4? Ne, 3 Trooper instant 3. Rausgeschmissen mit ihrem KI-Blast. 3. Und dann hat sich diese Dimensionstante, das war wieder so typisch Dragon Ball, diese Dimensionstante hat sich eine Bubble gemacht, nennen wir sie mal Pala-Bubble, wie so ein Paladin WoW. Ich könnte mir nichts tun. Dann kam C18, nimmt die Bubble und schmeißt das dann Bubble einfach raus. Mega Ende von der Folge. Fand ich spitze. Auf jeden Fall, das war richtig geil. Da war es aber vorher noch ganz, wo ich eine ganz geile Anlehnung fand, wie sie die Trooper rausgekickt haben, die 2 Mädels. War halt erstens geil, dass, also man hat gesehen, Kale kann ja in den Berserk gehen und ihn kontrollieren, also auch wirklich in diesem Mugi-Modus. Und dann war einfach
also ich bin der Meinung, die Attacke, die beiden, die sie zusammen eingesetzt hat, war an das Final Kamehameha von der Optik angelehnt. Du hast ja diesen spiralförmigen Ki-Angriff gehabt, der, das glaube ich, ja, es sollte, also ich bin der Meinung, wirklich, es sollte eine, ein Cover so von der Optik einfach sein. So was die Männer können, können auch die Frauen. Halt nur schwächer, wahrscheinlich. Aber sah ziemlich cool aus. Ja, jetzt überleg doch mal. Überleg doch mal. Kale ist der umgedrehte Vegeta. Aber komplett. Nimm Vegeta und drehen wir um 180 Grad. Ja, das stimmt. Von der Art her. Nicht von der Kraft her. Weil ja, von der Art. Ich bin der Beste, ich bin der Prinz. Warte. Ne? Und Kale ist so, ich bin nichts wert, ich bin ein Stück Scheiße, ich kann nichts. Ja, und Cauliflower. Vegeta. Ja. Genau, Cauliflower pusht Kale. Also im Prinzip hast du genau das gleiche Duo. Weißt du, was mir jetzt so gerade einfallen würde, was ich mir vorstellen könnte beim Charakter von Cauliflower, wie wir sie jetzt kennengelernt haben, weil sie ist neugierig, sie will immer mehr. Wenn im Turnier der Kraft die Fusion zwischen Goku und Vegeta kommt, sage ich dir, dass in Dragon Ball Super noch eine Fusion zwischen Cauliflower und Kale. Ob sie jetzt in diesem Arc kommt, glaube ich nicht. Ich kann mir eher vorstellen, wenn alles dann gepackt ist und Gogeta oder Vegeto, wer auch immer, es müsste ja Gogeta sein, weil Vegeto kann ja nicht kommen. Wenn Gogeta aufgeräumt hat und alles wieder ruhig ist, spätestens dann im nächsten Arc kommt Cauliflower und sagt, hey, bitte, bitte, bringt uns die Tanzfusion bei. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ob es halt dann Kaba und Cauliflower wird oder Kane und Cauliflower. Boah, eine Fusion mit dem legendären Super Saiyajin. Puh, Alter. Die können übel werden. Zusammen noch. Ja. Gogeta fusioniert mit. Ja, genau. Kaul oder Kaulil und dann haben wir Golela. Super, und das ist dann ein Mann-Frau oder was? Ja, um die Präsenz. Das ist ja normal, das interessiert ja keinen. Und dann kämpfen sie gegen den großen Drachengott, weil er dann das Turnier stürmt, der die Dragon Balls erschaffen hat, der in Wirklichkeit dann doch Bardock ist. Babäh. Genau. Und danach haben wir nie wieder Stuff für die nächsten Jahre Dragon Ball, weil wir haben schon die Über-Ultim-Mega-Fusion bekommen und ja, genau. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu krass. Aber ja klar, also die Fusionen kommen auf jeden Fall. Ja, Bardock kommt auch noch. Also ich würde es mir hoffen, wenn Bardock kommt. Ich liebe Bardock. Ich habe es bei Dokkan Battle endlich Bardock Super Saiyajin gekriegt. Gott sei Dank. Hey. Also da wollte ich auch noch ganz kurz, also folgemäßig sind wir am Ende. Mehr ist nicht passiert, außer dass Goku die zwei hat gehen lassen, damit sie später gegeneinander kämpfen, weil ja Kale danach sofort erschöpft ist, nachdem sie den Broly-Modus gezündet hat. Wir brauchen einen Namen für das Ding. Broly-Modus klingt scheiße. Also ich bin für LSSJ, legendärer Super Saiyajin. Okay. Legendäre Super Saiyajin, okay. LSSJ. Ja, und dann war ja so, dass die jetzt C17 fand es einen Hauch Menschlichkeit, C18 sagt, der leckt mich doch am Arsch, schmeißt die Penner raus. Und guck, was du findest. Das stimmt. Hast du noch was? Nein, ich bin auch fertig mit meinem Theorie-Stuff. Theorie-Stuff, alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, das war's von unserer Seite. Ich wollte noch eine kleine Anmerkung machen. Für alle, die ganz viel bei Amazon bestellen, könntet ihr uns unterstützen damit. Und zwar, wir haben in der Videobeschreibung einen Amazon-Affiliate-Link. Das bedeutet, wenn ihr mit diesem Link, also wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf die ganz normale Amazon-Seite. Und wenn ihr darüber auch euren Einkauf tätigt, bekommen wir einen Prozentsatz der eingekauften Summe. Das heißt, ihr zahlt damit kein Geld. Aber wir bekommen einen kleinen Obolus, um uns hier ein bisschen zu erweitern. Sprich, bessere Mikrofone, bessere Programme, eine Homepage, eine größere Serverstruktur, dass wir auch ein bisschen die Daten austauschen können. Wir können uns öfters mal treffen, wenn wir ein bisschen Zahlenfluss haben und so weiter. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir ein paar Bestellungen von euch sehen würden. Wie gesagt, es kostet euch nichts. Es ist nur ein Klick auf diesen Link. Und damit habt ihr uns schon einen riesen Gefallen getan. Schreibt uns noch in die Kommentare eure Ideen, was ihr euch noch wünscht. Und so weiter und so fort. Das gleiche wie immer. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend. Sayonara. Tschüss.